Dringend tatverdächtig und mittlerweile festgenommen. Der 38-jährige Andreas Johannes S. aus Spiesen-Elversberg. Der Vorwurf wiegt schwer. Er soll in der Nacht gegen 4.20 Uhr bei einer Routine-Fahrzeugkontrolle das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet haben. Kurz darauf haben die Kollegen gemeldet, dass Schüsse fallen. Unterstützungskräfte sind dann quasi an den Ereignisort gefahren, haben dort dann aber eine Kollegin und einen Kollegen verletzt bzw. tot vorgefunden. Das Drama ereignet sich zwischen Mai-Weilerhof und Ulmet im Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Die Opfer, eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege auf Zivilstreife. Beide tragen eine schusssichere Weste, versterben aber noch am Tatort. Zuvor sollen sie bei der Fahrzeugkontrolle tote Tiere im Wagen gefunden haben. Es besteht der Verdacht der illegalen Wilderei. Die Tat erinnert an eine Hinrichtung, twittert Bundesinnenministerin Faeser. Und auch der Landesinnenminister ist geschockt. Als zuständiger Innenminister und oberster Dienstherr unserer Polizei und als Vater von 4 Kindern im Alter der mit größter Brutalität ermordeten 2 jungen Polizeibeamten bin ich sehr erschüttert. Der inzwischen festgenommene Mann war wegen Unfallflucht Polizei bekannt, zudem im Besitz eines Waffenscheins. Die Ermittlungen laufen auch nach der Festnahme weiter auf Hochtouren, denn derzeit kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass es Mittäter gibt.